Kommt mit zum Tanzen, heißt das in der österreichischen Gebärdensprache. Und ab sofort gibt es in Wien für Gehörlose auch öfter die Gelegenheit dazu. Im WUK findet der erste Club für Hörende und Nichthörende statt und der bietet logischerweise einige gefinkelte Raffinessen. Erste Erkenntnis im WUK: Gehörlose Menschen tanzen nicht viel anders als Hörende. Das Sensibility ist der erste barrierenfreie Club Wiens, integrativ aufbereitet und mit hochspeziellem Audiodesign ausgestattet. VJ Joly sorgt für den visuellen Part. Ich muss nicht unbedingt lauter sein, aber es geht darum, dass da die Vibrationen spürbar sind. Weil der Körper bietet einen Resonanzkörper, besonders der Oberkörper ist dann sehr empfänglich für die Vibrationen. Amerikanische Wissenschaftler haben herausgefunden, dass genau jene Hirnregion, die für das Gehör zuständig ist, bei Gehörlosen für die Verarbeitung der Vibrationen sorgt. Den Input dazu gibt's per speziellem Soundsetting und extra breiten Subbässen. Das sind die Subwoofer oder Bässe, die halt die Frequenzen unter 100 Hertz abstrahlen. In dem Fall sind es jetzt 16, 18-zöllige Lautsprecher, die dann schon eine ganze Menge Luft bewegen. Und jedes einzelne dieser Dinge hat 800 Watt Sinusleistung. Also wer ein bisschen was von der Stereoanlage zu Hause weiß, weiß, wie viel das ist im Vergleich zu dem, was man sonst so normalerweise halt daheim hört. Obwohl Gehörlose die Musik spüren, können sie die Messages eines Liedtextes natürlich nicht verstehen. Für Abhilfe sorgt hier beim MAUF ein Gebärdensprache-Dolmetscher. Und speziell gestaltete Visuals sollen das Erlebnis zusätzlich verstärken. Der Unterschied ist der, dass die Visuals eine klare Aussage haben. Es gibt Themen. Ja? Und die Poesie der Gebärdensprache wird so vermittelt, dass sie sowohl von Gehörlosen als auch von Hörenden verstanden werden kann. Stop going on AOL chat. You try to find friends that everyone likes you, cause you said you were tall and flame. Like Dre over Ren, Cage over M, Rage over them. But how do you love Ken? I have no idea you've been down with him. Für Hörende ist ein Besuch beim Sensibility gesundheitlich übrigens völlig unbedenklich. Die Gefühlswelt, die sich in diesem neuen Club auftut, ist damit für alle zugänglich, also in beide Richtungen barrierefrei. Die nächsten Termine werden bald auf der Homepage des österreichischen Gehörlosenbunds bekannt gegeben. Okay. 2007 ist übrigens das EU-Jahr der Gleichbehandlung. Da sind dann noch einige weitere barrierefreie Partyveranstaltungen in Planung. Wird auch Zeit, dass sich da wieder was tut, wenn man bedenkt, dass die Gebärdensprache erst am 1. September 2005 als eigenständige Sprache in der österreichischen Verfassung verankert wurde.